Ich wollte heute den dritten Teil vom Gartenvideo machen. Und wir fangen an hier bei der Zierjohannisbeere. Eigentlich gewohntes Bild. Und ja, hier ist er eigentlich nur gewachsen. Hier. Also ich bin wieder in langen Sachen, weil es gestern geregnet hat und heute ist zwar die Sonne da, aber nicht so warm. Gehen wir mal zum Hochbeet. Also hier ist es jetzt da abgedeckt. Und hier sind die Radieschen. Die Radieschen kommen dann noch weg. Da ist dann noch Kopfsalat. Dann ist hier noch, sind hier noch die, was war es denn nochmal? Das sind die Piketten. Genau, und da hinten ist noch was Grünes. Da wissen wir aber jetzt nicht, was das ist. Dann haben wir hier noch Steckzwiebelchen gepflanzt. Das sieht man aber jetzt auch nicht durch das Fliegennetz nicht. Dann haben wir hier noch, Kopfsalat. Also sieht das jetzt alles nicht so gut. Dann Petersilie. Dann Kohlrabi, genau. Ja, gehen wir mal darüber. Die Zucchini. Gestern hat es auch geregnet. Das sieht man richtig gut. Das sind die Steckzwiebelchen. Genau. Und dann hier der Maggikraut, was wir gestern noch gepflanzt haben. Und ich mache heute vielleicht noch 2 Videos. Und 20 Abonnenten Special mache ich dann auch noch. Oder ich mache es eigentlich auch so. Aber das Special, das verrate ich euch noch nicht. Oh, nein, was? ja. Jetzt hier eigentlich nicht viel getan. Dann gehen wir mal. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier, da. Das ist ein frage ich gleich mal. Und der Rasen, der ist richtig doll gewachsen. Das ist die Sollensee-Kirsche. Die ist richtig schön aufgegangen. Und das da hinten, da haben wir auch noch die Kirsche gepflanzt. Da ist auch schon richtig schön was gekommen, aber ja, ich wollte diesen Sommer eigentlich schon was essen, aber da ist dann wahrscheinlich noch nichts da. Ja. Das hier ist die Sollensüßkirsche. Und jetzt gehen wir mal nach da hinten. Also das hier ist die Petersilie. Von letztem Jahr, genau. Dann ist das die Kresse von letztem Jahr. Und das ist, sind die Pikierten. Salate, ja. Dann haben wir hier noch eine Blume stehen. Dann sind hier noch die weiteren, die anderen pikierten Salate. Dann Kohlrabi Superschmelz. Dann hier, das habe ich schon wieder vergessen, was das ist. Petersilie, genau. Nochmal Petersilie, aber diesmal von diesem Jahr. Dann Kopfsalat brauner Trotzkopf. Auch schön gewachsen. Und Petersilie, da war, glaube ich, im ersten Video noch gar nichts. Und jetzt ist da schon richtig viel gekommen, wegen dem Regen. Dann haben wir hier Chinakohl. Da ist aber noch nichts gekommen, weil das haben wir erst vor kurzem ausgepflanzt. Da hinten im Hochbeet waren auch noch Karotten. Das konnte ich aber nichts zeigen, weil da das Fliegengitter drüber war. Dann haben wir hier noch das, glaube ich, nochmal Salat. Und dann hier nochmal Kopfsalat. Und jetzt gehen wir nochmal hoch. Und wir pflanzen da auch noch was ein. Das wollte ich auch mal zeigen. Hier haben wir die, das ist die Petersilie von diesem Jahr. Und das hier ist die, ich vergesse es die ganze Zeit. Das hier ist der Dill. Und das hier ist nochmal Schnittlauch. Schnittlauch, ja, ich vergesse das die ganze Zeit. Dann gehen wir mal darüber. Hier hatten wir, Steckzwiebelchen ausgepflanzt. Das ist hier nochmal Petersilie.
Hier tun wir jetzt dann noch was hinmachen. Und das da ist Dill. Dill. Gut. Das ist ein dreckiger Finger. Das ist ein dreckiger Finger, genau. Gucken, ob hier noch was kommt. Der Samen ist nämlich Januar 2020 abgelaufen, aber das ist nicht schlimm. Das probieren wir, wenn nicht, dann gibt es zwar ein bisschen weniger. Das ist da überhaupt kein Problem. Ja. Jetzt machen wir das zu und dann gießen wir das noch. Oder heute nicht mehr. Erste Mal nicht. Okay. Nee, die Erde ist noch nass von dem bisschen Regen, den wir hatten. Ja. Wir haben nicht vergessen, dass wir hier ausgesät haben. Mhm. Ja, gut. Gut. Also hier kommt dann noch was irgendwann. Vielleicht. Und ja, das war's jetzt dann mit dem Video. Das ist nochmal unser ganzer Garten. Das war's jetzt dann mit dem Video. Ihr könnt es ja, dass es euch gefallen hat, mit einem Däumchen nach oben zeigen. Ihr könnt auch abonnieren. Und ja. Tschüssi.